Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir eine S-Bahn, also einen Regionalzug von Brava aus. Den hatten wir schon vorhin. Den hatten wir eingeschickt, weil er sich mal anmelden lassen hat. Und ja, jetzt sollte er wieder funktionieren. Und da wir noch keinen Fahrfilm von diesem Zug auf unserem Kanal veröffentlicht oder gemacht haben, holen wir das einfach nach. So, es ist von Brava die 44623, die Baureihe 425. DB Regio Triebwagen und sehr wahrscheinlich mit Bahnland Bayern Aufschrift, weil es gab ja von diesem Triebwagen ja diese mehreren Ausführungen von ja auch Drei Löwen Takt oder so, und sehr wahrscheinlich haben wir den ja den Bahnland Bayern, weil wir ja in München wohnen, also in Bayern wohnen, und weil das einfach am besten zu uns passen würde. So ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es müsste eigentlich so sein. Und dieses Packerl ist viel zu groß für diese Verpackung. Das ist richtig, ja, eine Verpackungsverschwendung. Ja, das dürfte alles sein da. Auch wieder bei Brava muss man immer sehr aufpassen, wenn man Wechselstrom fährt. Okay. Wir haben den Wechselstromtriebwagen mit dem AC-Sound genommen. Natürlich, Soundlocks sind für uns wichtig und schön. Da sieht man schon mal die Lok, den Triebwagen. Jetzt hat durch die Lok aus der Verpackung rauszukriegen. Hier schon mal wichtige Hinweise, wie man diese vier Triebzugteile zusammenkuppelt. Wichtig sollte man sich anschauen, bevor man da irgendetwas kaputt macht an den elektrischen Leitungen. So. Dann schauen wir mal. So, wohin kann ich das jetzt tun? Kein Platz da. Dann tue ich es erstmal dahin. Das ist so eine große Verpackung, da hat man hier auf diesem Tisch gar keinen Platz mehr. Und wenn sich Leute fragen, was da gerade runtergefallen ist, nichts Schlimmes, ist nur so ein Plastikteil, damit die Trägestelle nicht kaputt gehen. So. Da steht München Hauptbahnhof drauf.
Auch gut gelöst, finde ich, den Faltenbike. Dann jetzt auf andere Seite. Da sieht man, wo man das dann einstecken muss. Die andere Seite. Ja. Ist etwas unhandlich, jetzt dazu in der Hand zu zeigen. Schau mal die kurz schon mal hier hin. Machen wir weiter mit dem anderen Zugteil. So, dann hat man hier noch Kupplungen und Kupplungsschächte dazu geliefert bekommen, falls man an eine S-Bahn nochmal eine andere S-Bahn dran koppeln möchte, kann man dann da das abmachen, diese Kupplung da, und kann man halt so eine Standardkupplung dran machen. Hier ist gerade, muss man anders zeigen. Na, wird es gerade nicht scharf. Doch, Hazard, da fehlt irgendwie noch da eine Kupplung. Müssen wir mal schauen, ob wo sie ist. Hier kann man bestimmt dran stecken. Ja. Es ist etwas unhandlich, so Triebwagen so in der Hand zu zeigen. Also seid gespannt auf das Fahrradio-Video. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Fahrvideo, beim nächsten Unboxing-Video, whatever, wieder. Ciao.